Möchtest du einen Abklatscher machen? Synchronisation. Ja, das ist wie die Filmklappe damals. Nur in. Das ist derselbe Effekt. Nur in schlecht. Hallo zum dritten Spielecheck der Radio Regenbogen Wochenendstarter Stefan und Patrick. Hallo. Hallo. Und heute haben wir mein jetzt schon Lieblingsspiel. Speed Cups heißt es, vom Erfinder von Halligalli. Halligalli kennt man vielleicht noch von früher und ja, Speed Cups ist quasi, da kommt es auch auf Geschwindigkeit und Reaktion an. Und das könnte gleich schwierig werden mit dem Mikrofon, nicht? Ja, wir werden das schon eben. Okay, von Halligalli kennt man ja. Ein Ansteckmikrofon, dann geht das. Ja, hey, das geht sogar. So, ich guck mal hier an der Fahrradklingel. Ja, also das kennt man ja von Halligalli. Wie war das damals nochmal? Du hattest da irgendwie so Obst oder so drauf. Und wenn du es irgendwie, also so drei Erdbeeren oder so, und wenn man dann auch drei Erdbeeren hatte, dann musste man schnell bimmeln und durfte das haben, ne? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Genau. Dann gibt es noch jeweils pro Spieler 5 Becher in unterschiedlichen Farben. In Rot, Grün, Schwarz, Blau und Gelb. Und die gilt es gleich in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das wird ziemlich tricky, weil da kommt es wirklich auf Reaktion an und eigentlich bräuchten wir auch jemanden, der uns immer eine Karte rumdreht. Weil derjenige, der von uns beiden die Karte rumdreht, der hat ja schon ein paar Millisekunden quasi verloren, weil er von der Karte wieder, ne, weiß ja. Ja, aber da Stefan ja sowieso der Meinung ist, dass er dieses Spiel nicht kann, werde ich mich erbarmen und die Karte umdrehen, um dann weniger Zeit zu haben. Oh, ja. Das ist aber nett. Ja, so bin ich zu dir. Ja. Das sieht übrigens ein bisschen doof aus. Willst du was gegen mein Mikrofon sagen? Das ist hochmodern. Trägt man das heute so? Das trägt man so. So. Ja, geht doch. So, wenn Patrick jetzt die Karten gleich umdreht, dann muss man ganz schnell hier zack, zack, zack rumrotieren und so. Das wird sehr spaßig. Genau, ich kann das mal eben kurz hier in diesem Beispiel irgendwie erklären. Hier sieht man zum Beispiel Autos. Da ist ein rotes, ein blaues, ein gelbes, ein grünes und ein schwarzes Auto nebeneinander. Das heißt, die muss man dann auch genau in der Reihenfolge so hinstellen. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wo hier so Vögelchen übereinander sind. Da ist unten ein grünes, darüber ein schwarzes, ein gelbes, ein rotes und ein blaues. Und das bedeutet dann, dass man die auch aufeinander stapeln muss. Also muss man je nach Karte auch immer abwägen, okay, muss ich die jetzt übereinander stapeln oder nebeneinander? Kennst du noch Salvatore von RTL damals? Dieser Hütchenspieler, der immer irgendwie in der, das war RTL Plus Anfang der 90er, der immer irgendwie, ja, wo ist die Kugel? So komme ich mir gerade vor. Die älteren Zuschauer, die werden das vielleicht noch kennen. Wo wir wieder beim Alter wären. Ja. Wie alt warst du nochmal, Stefan? Fangen wir einfach erstmal mit dem Spiel an. Ich bin jedenfalls noch keine 30, so viel kann ich schon mal sagen. Naja, ab 30 fängt das Leben ja erst an. Hm. Okay. Starten wir. Ja, ich habe Angst, es muss so schnell gehen. Okay, und los. Das ist so, ich habe da überhaupt kein Händchen für. Ich muss erstmal immer gucken, ja. Gelb, okay, blau, rot, schwarz, ganz unten. Also ich zeig's nochmal, hier sieht man jetzt so ein cooles Segelboot. Unten ist halt schwarz, grün, rot, blau und gelb. Und jetzt nochmal eben zur Kontrolle hier, habe ich das auch so gestapelt, schwarz, grün, rot, blau und gelb. Und Stefan hat nichts. Ja gut, ich hab's ja schon wieder in die Ausgangslage. Ja, du warst ja vorhin gebracht. Viel weiter. So, das ist jetzt meine Karte. Ja. Genau, so. So rum. Nein! Ach komm, der ist weggerutscht. Ja, nu, das ist aber nur, das passiert halt. Ja, nimm dir die Karte. Eine, ja. Jetzt stell ich mal nicht so an. Ja, gut. Ja, ich wär hier sowieso falsch rum gewesen. Tja. Gut. Das ist so ein schönes Spiel zu gewinnen. Das Gefühl zu gewinnen. Sollen wir schon mal einen Matchball machen? Also wenn du jetzt die Karte bekommst, dann hast du quasi gewonnen. Und wenn ich, dann müssen wir halt nochmal, weil dann steht es ja 2-2. Dann müssen wir quasi nochmal stechen. Ah, weil wir können ja jetzt nicht ewig hier, das ist ja... Okay, ja, das ist ja eigentlich auch relativ schnell erklärt alles, ne? Jo. Und los.
Ja, ich wäre richtig gewesen, aber ich war zu langsam. Ja. Damit hat... Ja. Ich auch mal wieder hier. Ach so, ja, stimmt. Jetzt können wir das mal. Damit hat Patrick gewonnen. Man muss sagen, relativ deutlich, weil das ist halt wirklich nicht so meine Art von Spiel. Und damit wären wir auch jetzt bei der Bewertung. Bewertung! Woo. Jetzt macht's richtig Spaß. Wir bewerten unsere Spiele ja immer nach Würfelaugen. Eins ist schlecht, sechs ist gut. Jeder hätte gerne eine sechs bei manchen Spielen. Und Patrick, dein Urteil. Fang du heute mal an. Ja, ich darf anfangen. Ich habe gewonnen, deswegen finde ich super. Nein, wir haben das ja schon mal vorher gespielt, ehrlicherweise, mit anderen Leuten, weil als wir es schon ausgepackt haben, kamen direkt voll viele Kollegen an, oh mein Gott, was ist das? Ich will das spielen. Und ich finde persönlich auch, wenn es jetzt gar nicht so sehr ums Gewinnen geht, macht es sehr viel Spaß und tatsächlich möchte ich 6 von 6 Würfelaugen vergeben. Was? Wow, Highscore. Bing, bing. Ja. Ja, meine Bewertung... Gut, ich habe jetzt hier verloren. Ich habe ja auch eingestanden, dass das jetzt nicht so mein Ding ist. Das, ne, mit Reaktion und zack, zack und Hand-Augen-Koordination und tralala. Ja, es ist nun mal so. Dafür kann ich andere Sachen besser. Deine Bewertung, Stefan. Ja. Meine Bewertung. Ich würde sagen, das ist schon ein Spiel, was Spaß macht für Leute, die es halt auch können. Nur weil ich jetzt verloren habe und jetzt sage, das ist nicht so meins, heißt das ja nicht, dass das Spiel schlecht ist. Deswegen würde ich dem auch durchaus auch 5 von 6 Würfelaugen geben. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ja, ich weiß. Wie findest du denn, es ist ja auch vom Erfinder von Halligalli und es ist ja auch so ähnlich, aber so deine Erinnerungen an Halligalli, ja, da muss man ja auch immer schnell sein. Aber das fand ich damals eigentlich schon richtig cool und das ist jetzt ein Spiel, also 2 bis 4 Spieler, es ist ab 6 Jahren, es ist kinderfreundlich, aber macht auch in der Familie Spaß und auch als Jugendlicher, wie ja, wir ja welche sind, macht das Spaß. Und es ist relativ klein, es ist kompakt, es passt gut in einen Schrank. Die Verpackung erklärt eigentlich auch schon das Spiel. Also man braucht da überhaupt keine Spielanleitung eigentlich. Eben, die musste man noch nicht mal, also wenn man jetzt Halligalli kennt, dann braucht man noch nicht mal die Spielanleitung. Und ja. Ja, wieso willst du mir jetzt 6 von 6 Würfelpunkten Weil ich die Wertung letztens runtergezogen habe, da hast du auch gesagt, ja, jetzt komm. Ja, gut, ich meine, der eine ist wahrscheinlich nur so ein verletzter Stolzpunkt, der jetzt noch fehlt, weil ich halt doch verloren Stefan habe. Stefan und ich einigen uns bei Speedcups. Ja, auch. Deswegen einigen wir uns auf 6 von 6 Würfelaugen. Und wir haben erstmal einen Gewinner. Yeah. Also bei den 3 Spieletests, die wir bis jetzt hatten. Genau, das war unser bester Spieletest bis jetzt. Bei Tabu hatten wir, glaube ich, 4, 5. Guckt euch einfach die anderen Videos an, die sind legendär. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende von unserem Spielercheck für heute. Für heute, denn nächste Woche geht's weiter. Da gibt's ein anderes spannendes Spiel. Also bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.